Okay. Okay, jetzt machen wir weiter, auch wenn Luna nicht mehr da ist. Ich hole mir hier noch ein Urgestein ab. Wenn ich jetzt 10 davon bekommen habe, kann ich doch eigentlich probieren, das... Probieren wir es mal. Oh! Okay, ich muss das kurz... Schlagfestes Argument. Moment. Ich weiß nämlich, dass Luna Tizi mag. Ich glaube zumindest, dass sie es mag. Ich bin auf ihre Reaktion. Ich habe ihr das gerade geschickt. Ich bin auf ihre Reaktion gespannt. Wir haben 5-Star gezogen. Es ist nicht meiner. Oh ja, ich werde mit dem Account trotzdem noch ein bisschen spielen. So, bevor Luna gegangen ist, hat es mir noch einen Tipp gegeben, dass ich, auch wenn ich gefangen werde, ist das kein Problem. Hier gibt es irgendwie Truhen, die gut zu holen sind. Ich kann nicht springen. Kann ich. Gehen aktiviert, Rennen aktiviert. Ich kann nicht springen, das ist das Problem. Wo ist die Truhe? Da ist die Truhe. Wo läuft denn der Rang? Der läuft hier runter. Hier läuft einer lang. Guckt er hinter sich? Okay. Ich kann es dann nicht mehr einsammeln. Ich wünschte, ich könnte springen. Ah, man müsste lesen können. Mit Linksklick kann man sich ducken. Er dreht sich nicht um, er muss nur gehen. So. Einsammeln. Die sind ja doof wie ein Sack Stroh. Oder? Da ist noch eine Truhe. Patrouilliert der? Nur hin und her? So funktioniert das. Das zählt hoch. Ja, bisher ist das aber auch nichts Spannendes. Wir
Vielleicht muss ich links rum. Ich hoffe, der dreht sich nicht nach hier um. Wo sind denn hier Truhen? Da ist eine Truhe. Da ist eine schöne Truhe. My dear Sir, wie patrouillierst du überhaupt? Der patrouilliert nicht. Oh. Da zeigen. Okay, das heißt, wenn ich schleiche, kann ich Sachen werfen und so. Und das soll man hinbekommen. Ist aber auch nicht nur sonderlich. Das war jetzt aber auch nicht die beste Truhe. Lohnt sich das? Zu viel Zeit verplempert. Moment. Sorry. So, okay. Bam. Okay. Gibt es denn sonst noch interessante Truhen? Sollte ich es nachgucken? Muss ich sie suchen? Bin zu faul. Ich habe 4 offen. Es sollen noch 2 weitere hier irgendwo existieren. Dann schätze ich irgendwo weiter vorne. Eine ist doch hier unten. Okay, eine ist hier unten. Da ist tatsächlich eine. Wie komme ich da runter, ohne dass ich geschnappt werde? Man kann ja nicht springen.
Sneaky, sneaky. Okay, dann bleibt er da stehen. Bleibt er da stehen. Okay. Ist da unten noch eine? Oh oh. Da unten ist noch eine, oder? Das wäre Nummer 6. Das wäre Nummer 6. Ich will nur wissen, ob hier tatsächlich einer ist oder nicht. Hier ist einer. Giri giri Seife. Kann man die kann man hier die Leiter hoch? Die. Nee. Ich kann es nicht fassen, dass ich jetzt auch noch so weit geschafft habe, ohne das. Ah, wer bist du? Sie ist weg! Halt! Was tust du hier? Oh nein, schnell weg! Oh oh. Oh 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 oh. Okay, dann folgt mir. Ups. Ups. Das habe ich falsch gemacht. Wo muss ich hin? Alles okay. Alles okay. Wir haben es geschafft. Master DeLuke, this is this week's so, DeLuke, sehen die so DeLuke sehen die Bücher für diesen Monat aus. The disaster has greatly affected business. Der Sturm hat unser Geschäft stark beeinflusst. Well, let's hope it all hoffen wir, dass das er bald vorbei sein wird. Hi, we'd like a seat at your least conspicuous. Herr Wirt, wir wären gern an einem weniger auffälligen Platz interessiert. The second floor has fewer customers. You'd be less conspicuous up there. Oben sind weniger Leute, wenn du das meinst. But aren't you a bard? Why not sit front Aber bist center? Du kein Bade? Willst du nicht am bunten Treiben teilhaben? Let's save the paid performance for next time. We'll be heading up now. See you in a bit.
Das nächste Mal gebe ich. Nächstes Mal gebe ich eine kostenpflichtige Darbietung. Dieses Mal gehen wir einfach nach oben. Bis später. Hey, keep an eye on them. There's something strange about Beobachte diese Leute. Der Bade verhält sich sehr auffällig. Ich werde fragen, was los ist. Ask who exactly? Bei wem? The protectors of bei den Sicherheitskräften von Mondstadt. Wir sehen uns oben. Master Diluc, have you seen two thieves around? Diluc, habt ihr zwei Diebe gesehen? What happened? Why have you mobilized so many guards? Was ist denn los? Plötzlich so viele Leute hier. Haven't you heard, Master Diluc? Two thieves are trying to steal the holy lyre. Habt ihr nicht davon gehört, Diluc? Zwei Diebe haben doch tatsächlich die heilige Leier der Himmel gestohlen. Oh? How odd. Das klingt merkwürdig. Isn't it? The holy lyre is a treasure that was played by the god of animal themselves. Such a precious piece of gold. Nicht wahr? Die heilige Leier wurde vom Animo Archon höchstpersönlich gespielt. Dieser wertvolle Kulturschatz. Why would one want to steal something they can't sell off? Would pay better to steal from my sellers. Da ist doch tatsächlich jemand so dumm, etwas zu stehlen, dass man nicht wieder los wird. Da hätte sich ein Einbruch in meinen Keller mehr gelohnt. Ha? Huh? Sorry, off topic. Believe they headed that way. Verzeihung, ich bin vom Thema abgekommen. Einer in Gelb und einer in Grün sind eben dorthin verschwunden. Understood. Thank you, vielen Dank. Sehr, sehr gut. Vielen Dank, Diluc. Fast sind wir wieder am Punkt angekommen. Ich hätte gerne. You can put down that bottle you stole from behind the counter. Rück die Flasche, die du vom hinterm Tresen genommen hast, heraus. Etwas Kühles. Right. I want answers. Ich werde euch Fragen stellen und ihr werdet sie beantworten. Let me finish my drink first. Lass mich zuerst. Austrinken, ich werde auch bezahlen, indem ich eine kostenlose Vorstellung gebe. It's not about money. You seem too young to be drinking. Es geht nicht ums Geld. Du scheinst zu jung zu sein, um Alkohol trinken zu dürfen. No need to worry. When I started drinking, you were still... Oh, da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Als ich anfing zu trinken, warst du... Wie wäre es, wenn du zuerst meine Frage beantworten würdest? Wer bist du? He is Master Diluc, the boss of the owner of this tavern. Das wird wohl Diluc sein, der Besitzer der Taverne. He's very famous. By the way, his dandelion wine is one of my favorites. Knarz, knarz. Er ist eine bekannte Persönlichkeit. Übrigens mag ich seinen Löwenzahn-Schnaps wirklich sehr. Although most of the time I can only afford a bottle. Meistens kann ich mir zwar nur eine einzelne Flasche leisten. I just heard about some thieves from the guards. Eine Wache hat mir eben von zwei Dieben erzählt. For the record, I like your guts for trying to steal the holy lyre de Hamel. Zunächst möchte ich euch meine Bewunderung dafür ausdrücken, dass ihr tatsächlich die heilige Leier der Himmel gestohlen habt. Even if you are fools, but we don't often get to see people like you. Auch wenn ihr Dummköpfe seid, so seid ihr wahrlich bewundernswerte Dummköpfe. Wir haben sie nicht gestohlen. Der wahre Dieb ist. This is the hotshot of the Knights of Favonius. Why would someone so aspiring steal Mondstadt's sacred treasure? Dies ist der neue Held im Ritterorden. Wieso sollte er das Heiligtum von Mondstadt stehlen? Hotshot. Du bist der Neue. So you and the Bard are close. Du und der Barde, ihr gehört also zusammen. Wir kennen uns nicht lange. Despite only being a passing traveler, you still offered your help to Mondstadt in its time of need. Obwohl du nur auf der Reise bist, hast du dich bereit erklärt, Mondstadt in seiner Not zu helfen. A shame you joined the Knights. Wie du solltest, sollte kein Teil des Ritterordens sein. The Knights of Favonius. Inefficient right from beginning to end. Der Orden Favonius ist viel zu zaghaft in Sachen Sturmschrecken. And towards the Fatui? Weak and conservative. Er geht auch zu lasch mit den Fatui um und zeigt nur Schwäche. Forget it. I don't feel like talking about it. Ach, was soll's. Sprechen wir über etwas anderes.
Seems you don't really like the Knights of Favonius. Diluc, du scheinst den Order Favonius nicht sonderlich zu mögen. Just differences in approach is all. Wir gehen die Dinge einfach etwas unterschiedlich an. I have my own hopes. Ich habe meine eigenen Vorstellungen bezüglich Mondstadt. Now, answers. Why did you steal the Holy Und nun antworte mir, warum habt ihr die Heilige Leier der Himmel gestohlen? You sure you want to know? It could implicate you in the affairs of the Knights of Favonius. Willst du das wirklich wissen? Womöglich wirst du dann in die Geschichte mit dem Ritterorden hineingezogen. That's fine. I somehow always end up implicated in their affairs. Keine Sorge. Die vom Ritterorden können mich nicht ausstehen. If I tell you the story with a performance, würdest du mir glauben, wenn ich die Geschichte mit einer Darbietung verwende? It depends. I'll make my own judgment. Versuch es einfach. Then will Wirst du für die Vorstellung bezahlen? Your reward will range from anywhere between 5 Mora and the Holy Liar. It all depends on your story. Die Bezahlung liegt zwischen 5 Mora und der Heiligen Leier. Das hängt ganz von deiner Geschichte ab. Very well. Let me put Sehr gut, on a möge show. Die Vorstellung beginnen. What did I just witness? Das war ja ein ganzes Epos wie... This is confidential information. Wieso traust du mir so geheime Informationen an? Why did you let me know? Why? Perhaps the winds are changing. Warum? Vielleicht ändert sich die Windrichtung, ja. What say you, also, Master was Diluc? Sagst du dir, Luke? Interesting. Interessant. Give me some time. I'll organize some contacts. Gib mir etwas Zeit. Ich werde meine Beziehung spielen lassen. Outlander, as one of the knights, it seems you're not a suspect. Fremder, da du ein Mitglied des Ritterordens bist, wird man dich nicht verdächtigen. Blonde is the only description on the wanted poster. You should be safe. Auf dem Steckbrief steht nur, dass der Gesuchte blond ist. Die Wachen werden sicher nicht nach dir suchen. As for the bard, however, it'd be better if you stayed. Aber in du the Barde sollst die Taverne lieber nicht verlassen. No problem. I like taverns. Kein Problem, ich mag Tavernen. Okay. Let's meet here tonight after the tavern closes. Nun gut, sobald die Taverne abends schließt, treffen wir uns wieder hier. Okay. Wir sind wieder da angekommen, wo ich leider meine letzte Aufnahme verloren habe. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, das heißt, das nächste Mal kann ich wieder mit Noza weitermachen. Bis dahin hoffe ich, es hat euch gefallen. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Auch noch in die Kommentare reinschreiben, was wir das nächste Mal vielleicht reinschmeißen sollten. Wollt ihr noch mehr sehen? Ich würde mich auch sehr über einfach ein Hallo, guten Tag. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag, Freund. Na dann, winke, winke!